Heute gibt es mal ein Update, wo und wann im Jahr 2021 noch N-Wagen unterwegs sind. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Fangen wir mal an im bevölkerungsreichsten Bundesland in NRW. Dort fährt im Moment die RB48 mit einer 111er und N-Wagen auf der RB48 zwischen Köln und Wuppertal-Oberbarmen. Ihr könnt ja mal gerne bei National Express auf der Seite schauen, dort müsstet ihr den Ersatzzug finden. Dieser Ersatzzug fährt von montags bis freitags und nicht am Wochenende. Gehen wir weiter nach Baden-Württemberg. Dort gibt es noch TRI. Dies betrifft zwei Umläufe des RE10, der zwischen Heilbronn und Tübingen fährt. Und noch ein Hauptverkehrsstärker. Mittlerweile fährt die RB18 Ersatzgarnitur nicht mehr. Im Moment fahren da wieder neue Fahrzeuge von Abellio, also Talents. Mittlerweile ist die SRI-Werbelok ebenfalls weg. Vor wenigen Monaten ist auf dem Hauptverkehrsverstärker noch eine TEE-lackierte 110er von TRI gefahren, aber mittlerweile fährt die nicht mehr. Dafür fährt im Moment ein Karlsruher Kopf als Hauptverkehrsverstärker. Er fährt von Stuttgart nach Tübingen. Abfahrt in Stuttgart ist um 16.45 Uhr. Diese Garnitur fährt aber nicht mehr lange, um genau zu sein, noch bis Samstag, weil ab Sonntag übernimmt WFL den Ersatzverkehr. Ich weiß aber nicht, mit was sie kommen. Ich vermute, dass auf jeden Fall ein Umlauf mit N-Wagen ist. Und auf dem Hauptverkehrsverstärker wird wahrscheinlich der Erdosto fahren. Ich schätze, dass es noch einen Umlauf mehr gibt, aber mit was der fährt, weiß ich nicht. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr. Wenn irgendetwas falsch sein sollte, tut es mir leid. Außer dem Ersatzverkehr gibt es in Baden-Württemberg noch die letzte DB-Leistung mit N-Wagen. Sie führt von Ludwigshafen über Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe nach Freudenstadt. Grund von Bauarbeiten bei Heidelberg fährt der Murgtäler Radexpress im Moment über Schwetzingen, aber er hält nicht immer in Schwetzing. Das ist immer unterschiedlich. Dieser Zug ist ein Fahrradexpress, dieser verkehrt nur sonntags und an ausgewählten Samstags und Feiertags. Er fährt mit einer 111er, mit zwei Steuerwagen und zwei Fahrradwagen. Zu guter Letzt gehen wir noch in den Raum Leipzig. Dort fährt noch ein Y-Steuerwagen bei der MRB auf dem RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz. Damit wäre ich am Ende dieses Updates über N-Wagen im Jahr 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir gerne alle auf Instagram. Dort heiße ich ebenfalls der TRI-Fan und ciao. Das Geld macht sich noch nicht.